Yo Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Ihr wisst Bescheid, falls ihr mich sympathisch findet oder weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das noch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hätten wir bald die 1 Million. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja Leute, heute dreht sich alles wieder um einen neuen Tabak. Um einen Tabak, auf den vielleicht schon viele gewartet haben. Besser gesagt, es geht um einen neuen Amy Gold Tabak. Und ja, vielleicht haben es ja die ein oder anderen schon mitbekommen, Amy hat seine Preise gesenkt, was den Tabak angeht, wo der Tabak noch 24,80 vor ein paar Wochen gekostet hat, besser gesagt vor ein paar Tagen, kostet er jetzt nur noch 17,90. Wie ist es dazu gekommen? Amy hat einfach auf Facebook eine kleine Umfrage an uns Shisha-Raucher gestartet und wir haben einfach festgestellt, dass es zu teuer ist. Ja, 24,80 ist zu teuer, daraufhin haben sie eine Umfrage gestartet, was wir angemessen sehen, was für ein Preis. By the way, ich habe kein Facebook. Und da sind die meisten Leute, haben sich so eingependelt bei 18 Euro, deswegen auch jetzt 17,90 für 200 Gramm. Finde ich nice, ich muss ehrlich sein, ich habe mir davor auch nicht zu oft Amy Gold gegönnt, weil er mir persönlich auch zu teuer war. Aber jetzt mit 17,90 finde ich, ist es doch echt ein angemessener Preis. Ich meine, meine Lieblingsmarke ist Alacharmi Gold, da pendeln wir uns bei 16,95 ein und den 1 Euro mehr, den kann man sich auch doch mal rauslassen. Deswegen schätze ich mal, dass ich mir auch jetzt öfters mal Amy Gold gönnen werde. Und Leute, heute geht es um den nagelneuen Sweet Love Tabak, denn Amy Gold hat vor 2-3 Tagen um die 10 neuen Sorten rausgebracht und da hat mich der Sweet Love am meisten angesprochen, deswegen dachte ich mir, stelle ich euch den heute vor. Wie die meisten jetzt denken, habe auch ich mir gedacht, nicht schon wieder ein Love Tabak. Adalia hat sein Love 66, Alwaha hat sein 66 Tabak und jetzt kommt Amy Gold mit seinem Sweet Love. What the fuck, bis ich an dem Ding gerochen habe, Leute, ja? Also wenn ihr an dem Ding riecht, ich war so überrascht und das Ding hat mich so angesprochen. Der erste Moment, als ich die Dose aufgemacht habe, ich dachte mir einfach nur, Weihnachten, Schnee fällt runter, Tannenbaum steht im Wohnzimmer, Mama und Papa kochen, schön Pute, Hähnchen, geiles Fleisch gibt's, Rotkrautsoße. Ich sitze auf dem Balkon, gönne mir eine Pfeife mit dem Tabak, neben mir ist Lagerfeuer. Achso, ich sitze ja auf dem Balkon, also der Kohleanzünder wärmt mich und nebenbei den Tabak ein bisschen rauchen, ja, also er hat mich so an Weihnachten erinnert und das erste, was mir in den Kopf kam, war ein Vanillegipfel, ja, der Tabak riecht einfach nur original nach Vanillegipfel von der Oma. Beim zweiten, dritten Mal hinriechen, dachte ich mir, es könnten auch eventuell die Glückskekse von Chinesen sein. Ja, einfach nur vanillig, leicht cremig. Und sehr, sehr vielversprechend, Leute. Also wie gesagt, ein richtiger Weihnachtstabak. Deswegen finde ich das ganz passend. Weihnachten steht noch nicht kurz vor der Tür, aber man kann sich jetzt schon mal überlegen, was man sich eventuell in ein paar Monaten kauft, ne Leute. Schnitt und Feuchtigkeit blende ich euch mal ein, genauso wie den Kopfbau. Ich rauche heute nämlich in meinem Hotshot RT. Leichtes Overpacking, wenn überhaupt. 2 Lagen Alufolie, 3 Naturkohlen von den Coco Black, oder? Ne, Black Coco sind es, genau. Von den Black Coco sind 3 drauf. Und das Ganze wieder in meiner Amy Dark Steel. Ja Leute, wie gesagt, sehr, sehr weihnachtlich. Schnitt von dem Tabak, muss ich sagen, ist im mittleren Bereich. Also ist jetzt nicht zu fein geschnitten, aber auch keine wirklich groben Tabakblätter drin. Also geht ordentlich klar. Wir schauen mal, was der Rauch macht. Aber ich schätze mal im Hotshot der Tee. Da müssen wir gar nicht mehr weiter über den Rauch quatschen, oder Leute? Raucht wie Scheiße. Wie die ein oder anderen das schon bemerkt haben, ja, die Dose ist schon fast leer. Ich habe den Tabak echt die letzten Tage total weggesuchtet. Ich habe den Tabak in verschiedenen Köpfen gebaut, im Tonkopf, im Sapphire Funnel Kopf, im Silikonkopf, jetzt im Hotshot RT. Und ich muss sagen, am besten zurechtgekommen bin ich bisher eigentlich mit meinem Sapphire Funnel Kopf. Echt top, 2 Lagen Alufolie, 4 Naturkohlen, da kam der Tabak echt schön raus. Jetzt beim Hotshot RT. Jetzt aber mal zum Geschmack, Leute. Also jetzt im Hotshot RT hat man auch wirklich einen intensiven Geschmack. Geruch ist mal wieder was anderes. Ja, das Ganze riecht viel intensiver, als es eigentlich ist. Ihr habt hier aber echt im Vordergrund so dieses Vanillige, dieses Teighaftige, dieses leicht Cremige im Abgang, was wirklich einfach nur an Weihnachten erinnert. Und ich muss sagen, das Ganze schmeckt echt super. Im Abgang wird der Tabak ein bisschen lasch.
Liegt aber daran, dass Vanilletabak einfach nicht so vollmundig ist, ja. Ich dachte mir, vom Geruch her könnte der Tabak echt vollmundiger sein. Jetzt im Geschmack hingegen hält er sich ein bisschen zurück. Am Anfang habt ihr aber total diesen intensiven Vanillegipfelgeschmack. Also von mir bekommt der Tabak auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Wie gesagt, wer jetzt schon mal nach Weihnachtssorten sucht, probiert ihn mal aus. Amy Gold Sweet Love 17,90. Wie gesagt, wenn es schneit an Weihnachten, falls es schneien sollte, ne, was ich mal wieder bezweifle. Richtig geiles Teil, einfach für abends zum Gönnen. Und ich würde sagen, ich lasse mir jetzt mein Köpfchen noch schmecken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch da draußen noch einen guten Rauch. Und ihr wisst Bescheid, falls ihr mich sympathisch findet oder weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.